Donnerstag, 14.12.2017, 15.22 Uhr, Druckennutzungsrechte Feedback IF, Typeof AD, gleich undefinit, AD.AD, Brandet-Schandl-Dieser, HTML-115115, Textdaligistern, Center, Font Sitze, 90%, Font Familei, Trebuchet MS, Sans Serif, Position, Relative, Padding, 20px010px0, HTML-115115 aus Send Border Bottom, 1px Solid Raute 000, Z-Index, 1, Position, Relative, Top, 12px, Width, 100%, HTML-115115 Innen, Z-Index, 2, Background, Raute FFF, Padding, 0, Display, Inline Block, Position, Relative, HTML-115115A1, Font Sitze, erste 4 im, Background, Raute, FFF, Color, Raute 990.000, Font YKT, Normal, Padding, 5px10px, HTML-115115A, Textdekoration, Nonne, Ad Media Online Skin End, Max Width, 480px, HTML-112399, Font Sitze, 70%, Kommentar: Es gibt nur wenige Gewinner im Streit um Jerusalem. Recep Tayyip Erdogan ist einer von ihnen. Der türkische Präsident hat schwierige Wochen hinter sich. Die Opposition bezichtigt ihn, Geschäfte über eine Offshore-Gesellschaft abgewickelt zu haben. In New York müssen sich Vertraute von ihm wegen der Umgehung der Sanktionen gegen Iran und Geldwäsche vor Gericht verantworten. Mehr dazu im Spiegelheft 50/2017. Das gelieferte Fest wie der Onlinehandel, unser Leben, revolutioniert digitale Ausgabe, gedruckte Ausgabe, Apps, Abo. Die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, bringt Erdogan nun wieder in die Offensive. Der türkische Staatschef gibt den Scharfmacher, indem er Israel einen Terror- und Besatzungsstaat nennt und die USA beschuldigt, ein Blutbad im Nahen Osten zu provozieren. Wir werden die gesamte islamische Welt in Bewegung setzen, sagt er. Niemand in der Türkei spricht jetzt noch über die Korruptionsvorwürfe gegen seine Regierung. Mit großer Geste verkündet, was sowieso Konsens ist, am Mittwoch berief Erdogan in Istanbul einen Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation, OIC, ein. Das Ansehen der Türkei in der islamischen Welt hat zuletzt stark gelitten. Saudi-Arabien lastet Erdogan die Parteinahme für Katar an, Ägypten wirft ihm vor, die Muslimbrüder zu unterstützen. Und doch gelang es Erdogan, 7.